ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Tamemary. Ja, was wollte ich heute machen? Ich mache heute einen Eintopf mit Kohl, da ich noch hier so einen halben Kohlkopf übrig habe. Ja, hier so habe ich schon klein geschnippelt. Und Karotten und ich habe noch ein Kürbisstück da. Und dann habe ich gedacht, machst du doch hier so ein Durcheinander. Und zwar habe ich da Rezept rausgesucht. Das ist eine Minestrone und da koche ich dann auch sofort die Nudeln mit in einem Mixtopf, obwohl ich das nicht so gerne mache. Aber heute werde ich das mal machen. Ja, Rezept könnt ihr raussuchen, einfach Minestrone. Und ja, ich hole euch näher dazu, damit ihr das besser sehen könnt. Somit seht ihr das Gemüse richtig. Und ich wollte euch noch mal dran erinnern, wenn ihr Zucchini habt oder keine Ahnung, ihr braucht dafür nicht viele Zucchini, ja, das eingelegten Zucchini, die ja dann auch für eine gewisse Zeit stehen müssen, damit die richtig ziehen, konnte ich damals ja nicht so probieren. Also ich kann euch sagen, die schmecken hammer super lecker. Wollte ich schon vor längerer Zeit gesagt haben und immer wieder vergessen, aber heute habe ich gedacht, macht ihr das mal. Wenn ihr da mal reinschaut, wenn ihr da eingelegte Zucchini machen wollt, das ist ein super tolles Rezept. Ja, ich denke, wir fangen an mit unserer Minestrone und ich hole euch näher dazu. 80 Gramm Zwiebeln. 5 Sekunden auf Stufe 5 und 40 Gramm Olivenöl. Drei Minuten 120 Grad auf Stufe 1. 600 Gramm gemischtes Gemüse dazugeben. Ich habe hier einmal Kohl und einmal Paprika. So, noch die Kohle dazu. Und dann gebe ich noch eine Karotte mit rein. Und ich habe noch hier einen Hokkaido Kürbis. Das ist so ein letzter Rest. Den haue ich dann auch mal mit rein. So, einmal schließen und das geht für 6 Sekunden auf Stufe 4. Ich hatte jetzt etwas mehr als 600 gehabt, deswegen ist das hier auch nicht alles so klein hier oben die, aber das geht. Es kommen jetzt 1000 Gramm Wasser rein. Zwei gehäufte Esslöffel von der Gemüsebrühe oder ihr könnt eure eigene nehmen, Gemüsepaste. Das lassen wir jetzt 15 Minuten 100 Grad auf Stufe 1. Ein Teelöffel Salz. Ganze rühren wir einmal um und 120 Gramm kleine Nudeln. Ich nehme hier diese kleinen, ganz kleine Nüdelchen. Ich hoffe, man kann es sehen. Davon 120 Gramm. Ungefähr. Rühren das einmal um. Und lassen das für 6 Minuten, steht auf meiner Packung. Ihr müsst da schauen, was auf eurer Packung steht. 6 Minuten, 100 Grad im Linkslauf, Stufe 1. Die Suppe ist fertig. Und sie kann serviert werden.
könnt die verteilen auf die Teller und noch etwas Olivenöl drauf beträufeln mit ein bisschen Basilikumblätter und vielleicht noch ein bisschen Parmesankäse obendrauf. Also, dass jeder so wie er es mag. Also, sieht super aus. Und jetzt werden wir dann gleich auch probieren. Ja, Essen ist fertig. Da kommt jetzt natürlich noch ein bisschen Parmesankäse drauf. Ja, das ist, sag ich mal, so das i-Tüpfelchen. Minestrone muss immer schön Parmesankäse drauf. So, und wer Lust hat, der gibt dann auch noch mal so ein, wirklich nur einen ganz kleinen Schuss Olivenöl drauf. Ja, dann will ich euch das mal zeigen. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ich weiß das jetzt gar nicht. Und werde jetzt einmal probieren. Da ich ja nicht abwarten kann, habe ich natürlich schon probiert. Da musste ich ja wegen gucken, ob genug Salz ist. Ja. Leckerer Eintopf. Minestrone auf Italienisch. Ging ganz schnell. Tippitoppi, ja. Mit viel Gemüse drin und viele Vitamine. Vitaminreiches Essen heute. Ja, ich hoffe, mein Film hat euch gefallen. Mein Rezept hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Gerne könnt ihr auch meine Filme teilen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Tschüss!